das Menü, was wir euch jetzt einmal näher zeigen möchten. Die verschiedenen Punkte erklären sich eigentlich schon von selber. Wenn ihr das Gerät neu bekommt, ist es ganz wichtig, wenn ihr es betriebsbereit habt und zusammengebaut habt, einmal die Nulllage zu drücken, dass man einmal die Behälter quasi nullt und dann auf zurück geht. Das wäre die wichtigste Einstellung, die ihr am Anfang machen müsst. Dann haben wir einmal die Systemeinstellung, kalibrieren, Information. Kalibriert ist die Waage von Anfang an. Dann fangen wir hier oben an. Hier haben wir einmal den smarten Ölwechsel mit der Datenbank. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, wir nehmen hier zum Beispiel einmal einen BMW, habt ihr hier die Datenbank mit der Wechselmenge. Hier könnt ihr durch die Datenbank switchen auf diesem Knopf oder auf dem roten, geht die eine Seite zurück. Wir nehmen jetzt einfach mal ein 5er Baujahr 2009-2010, drücken OK. Dann kommt ihr gleich in das Menü, da seht ihr einmal, wo das adaptiert wird, wo der Adapter hinkommt, wie es angeschlossen wird. Wenn wir dann auf Weitergehen, wird euch der passende Adapter dafür angezeigt, die Wechselmenge. Dann könnt ihr auf Start, dann würde der Spülvorgang quasi beginnen. Wir brechen jetzt hier einmal ab. Hier haben wir einmal, wenn wir manuell die Spülung durchführen, haben wir hier einmal den Punkt Ablassen. Da wird dann quasi das alte Öl nur ins Gerät gelassen, kein neues Öl befüllt, was wir vorhin auch gemacht haben. Dann haben wir den nächsten Punkt Reinigen. Wenn ihr mit Reiniger arbeiten möchtet, was wir nicht unbedingt empfehlen würden, würdet ihr den Reiniger ins Gerät reinfüllen, dann quasi ins Getriebe, dann könnt ihr die Zeit einstellen, wie lange das Reinigungsprogramm laufen soll und immer auf Start bestätigen. Dann haben wir einmal den automatischen Wechsel. Da wird nur die Menge reingefüllt ins Getriebe, die auch abgelassen wird. Zum Beispiel bei DSG-Getrieben ist es so, dass der Ölfilter abgeschraubt wird, da der passende Adapter reingedreht wird. Das heißt, ihr müsst kein altes Öl ablassen oder nur neues Öl befüllen. Da könnt ihr gleich in diesem Menü einmal die komplette Spülmenge eintragen und den einmal komplett automatisch laufen lassen. Hier haben wir den Menüpunkt neues Öl hinzufügen. Aus welchen Gründen auch immer, wenn ihr nur neues Öl hinzufügen möchtet ins Getriebe, könnt ihr das unter diesem Menüpunkt hier oben, könnt ihr die Menge verstellen und das könnt ihr auch ohne laufenden Motor machen. Das wäre der Punkt, den wir zum Schluss hatten, die beiden Behälter entleeren in dem Gerät. Und hier haben wir einmal den Menüpunkt Drucken. Da sind wir im Moment an der Arbeit, dass wir einen Drucker quasi für das Gerät anbieten. Der ist jetzt noch nicht installiert in diesem Gerät, aber der wird demnächst kommen. Ja, das war soweit alles zu dem Gerät. Vielen Dank, dass ihr euch dafür entschieden habt, dieses Profi-Gerät für eure Werkstatt zu benutzen. Falls ihr noch Fragen haben solltet, sprich für Adapter, Öle, haben wir auch im Angebot von Sanfinego, ist Made in Germany Öl, könnt ihr auch über uns beziehen. Die Adapter, einzelne Adapter könnt ihr über uns beziehen. Falls ihr Probleme habt mit dem Gerät oder wie schließe ich das Gerät an, sind wir über E-Mail telefonisch erreichbar. Je nachdem, wo ihr das Gerät gekauft habt, Online-Shop, sind alle Daten hinterlegt, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, wie gesagt. Ja, nochmal vielen Dank für euer Vertrauen und wir hoffen auf gute Zusammenarbeit.